Hallo und herzlich willkommen zurück bei Üm die Freimond. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Jasmin und ich bin eine Deutsche, die in Frankreich lebt. Und auf meinem Kanal sprechen wir über deutsche und französische Sprache und Kultur. Also lasst mir gerne ein Abo da und folgt mir auch auf Instagram. Heute werden wir über Mentalitätsunterschiede am Arbeitsplatz zwischen Deutschland und Frankreich sprechen. Ich selbst arbeite seit fast 2 Jahren in Frankreich und habe nie in Deutschland gearbeitet, außer so Dinge wie Babysitten oder Nachhilfe geben. Mir sind aber dennoch im Laufe der Zeit so ein paar Dinge aufgefallen, von denen ich glaube, dass es schon eher Mentalitätsunterschiede sind und jetzt nicht nur Dinge, die in meinem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, jetzt spezifisch waren. Ich fände es aber super, wenn wir uns in den Kommentaren auch so ein bisschen austauschen über eure Erfahrungen. Also falls ihr schon mal in Frankreich Praktikum gemacht habt oder gearbeitet habt, sagt mir nochmal, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Und bedenkt bitte auch, dass natürlich das eher für Bürojobs gilt, was ich euch jetzt sagen werde. Ich denke, wenn man im Krankenhaus als Krankenschwester arbeitet oder wenn man Ärztin ist oder Feuerwehrfrau oder schlag mich tot, dann ist das nochmal eine ganz andere Erfahrung, als wenn man in einem Büro arbeitet. Ich kann eben nur von Bürojobs berichten. Und letztlich ist natürlich auch jedes Unternehmen so ein bisschen anders und hat eine unterschiedliche Unternehmenskultur. Das sind Dinge, die ich jetzt eben selbst erfahren habe und ich habe auch noch ein bisschen im Internet recherchiert, mir angeschaut, was andere so in Foren berichten oder in Videos berichten. Und habe da jetzt einmal so ein paar Punkte rausgezogen, die mir relevant erscheinen. Der erste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, betrifft die Kontakte. Und zwar geht in Frankreich ohne Kontakte einfach gar nichts. Ich erkläre euch mal kurz, wie ich das meine. Also zum Beispiel, als ich neu in Frankreich war oder als ich schon Erasmus gemacht habe in Frankreich, ist mir aufgefallen, dass wenn man eine E-Mail schreibt, man meistens keine Antwort bekommt oder nicht die richtige Antwort auf die Frage, die man gestellt hat, oder die Antwort kommt erst 2 Wochen später. Und ich dachte mir immer so, was ist denn los mit Franzosen? Warum antworten die in die E-Mails? Aber die Antwort ist einfach, die Person kennt dich nicht. Und wenn die Person dich nicht kennt, hat die Person nicht unbedingt Lust, dir zu antworten. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen komisch und ich glaube, in Deutschland ist das wirklich absolut nicht so. In Deutschland fühlt man sich immer verpflichtet zu antworten, auch wenn man die Person nicht kennt. Aber bei Franzosen läuft alles so ein bisschen auf einer persönlicheren Ebene. Und mir ist dann eben aufgefallen, am Arbeitsplatz, dass selbst da mir Leute teilweise nicht auf E-Mails antworten, bis mir dann mal gesagt wurde, ja, aber die kennt dich ja nicht. Und ich dachte mir so, ja wie, aber dann heißt das, sie muss nicht auf meine E-Mails antworten. Und es ist tatsächlich so, wenn ihr Franzosen oder also wenn ihr eine französische Person besser kennt, sind die eher bereit, euch zu helfen. Das heißt, wenn ihr neu irgendwo seid, stellt euch den Leuten vor. Wenn ihr euch nicht persönlich vorstellen könnt, dann schreibt zumindest in der E-Mail erstmal, wer ihr seid und versucht so ein bisschen Smalltalk in der E-Mail zu führen oder ruft mal an und stellt euch vor. Und sobald die Person dann euren Namen kennt oder euer Gesicht gesehen hat, werden die immer euch viel, viel eher bereit sein zu helfen. Ich habe da auch noch so eine kleine Geschichte als Beispiel. An meinem letzten Arbeitsplatz ist im Winter die Heizung ausgefallen und wochenlang hat sich einfach niemand darum gekümmert. Und ich war wirklich richtig, richtig genervt, weil ich habe E-Mails geschrieben, ich glaube, ich habe sogar mal angerufen, aber ich kannte diese Personen einfach nicht. Und irgendwann meinte meine Kollegin, die mit mir im Büro saß, ach, ich kenne da jemanden, ich rufe da jetzt einfach mal an. Und dann hat sie da angerufen und hat gesagt, hey, Charles, erinnerst du dich, ich bin die und die. Wir haben keine Heizung, könntest du dich darum kümmern? Und ich schwöre euch, 5 Minuten später stand jemand im Büro und hat das Problem geregelt. Während ich mich halt wochenlang damit abgemüht habe, einfach nur, weil ich niemanden kannte. Ich würde, glaube ich, behaupten, dass in Deutschland natürlich auch persönliche Kontakte bei vielen Dingen helfen können, aber man fühlt sich Leuten auch verpflichtet zu helfen, wenn man sie nicht persönlich kennt, oder? Was sagt ihr dazu? Aber auf jeden Fall ist das etwas, was mir hier in Frankreich sehr stark auffällt. Und diese persönliche Beziehungssache, die geht manchmal sogar so weit, dass wenn Franzosen sich am Arbeitsplatz mit jemandem gestritten haben und die Person nicht mehr mögen, dann verweigern die quasi mit dieser Person zusammenzuarbeiten und antworten einfach nicht mehr auf E-Mails und die Person ist für sie einfach gestorben. Ja, komische. Ich würde schon sagen, das ist ein relativ krasser Mentalitätsunterschied zu Deutschland. Ich glaube, in Deutschland würden wir dann uns denken, naja gut, aber wir müssen ja noch weiterhin zusammenarbeiten, also bleiben wir wenigstens professionell. Aber hier in Frankreich, wenn du für jemanden gestorben bist, bist du gestorben. Insofern, trinkt immer schön Kaffee mit euren Kollegen und Kolleginnen. Seid freundlich, stellt euch freundlich mit den Leuten. Und wenn ihr eine dringende Antwort auf eine E-Mail braucht, dann ruft doch wenigstens mal an oder geht mal einfach vorbei und sagt Hallo zu der Person und schon wird die Sache schneller laufen. So, den nächsten Punkt habe ich jetzt mal genannt in meinem Kopf. Hauptsache der Laden läuft versus Perfektion. Und Franzosen sind eher so der Teil, Hauptsache der Laden läuft. Also Franzosen, ich würde mal sagen, haben manchmal so diese Mentalität, Hauptsache wir machen das absolute Minimum, damit die Sache funktioniert, weil das ist ja eigentlich das Ziel. Und über Perfektion und Effizienz denken sie nicht so viel nach oder auf jeden Fall deutlich weniger als wir Deutschen. Wir Deutschen sind ja auch dafür bekannt, dass wir effizient sind und ich merke das selbst auch bei mir.
an meinem Arbeitsplatz beispielsweise, wenn ich gemerkt habe, dass jemand irgendwie einfach unnötig sich Arbeit macht. Das hat mich richtig wütend gemacht, weil ich mir so dachte, mach doch das einfach so und so und dann geht das viel, viel schneller. Aber selbst wenn ich dann versucht habe, das den Leuten zu erklären, war das nur so, ja, aber es funktioniert ja auch anders. Und ich dachte mir immer so, ja, aber du kannst Zeit, Energie und Geld sparen, wenn du es einfach schneller machst. Aber ja, das ist, glaube ich, bei Franzosen nicht so im Denken verankert, dieses, ja, Effizienz, Perfektion, alles perfekt machen wollen. Das ist hier nicht so. Und ich gebe zu, inzwischen habe ich mich da auch so ein bisschen dran gewöhnt und es ist auch angenehm, weil man dadurch auch weniger Druck hat, weil man sich einfach so denkt, komm, Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Wenn man Fehler macht, ist auch nicht so schlimm. Das ist etwas, was ich zum Beispiel in Frankreich sehr erfrischend finde. In Deutschland hatte ich immer das Gefühl, wenn ich zum Beispiel Praktika gemacht habe, wenn ich einen Fehler mache, bin ich sowas von unten durch und ich bin sowas von tot und die werden mich sowas von fertig machen. Und es war auch tatsächlich oft so. Und hier in Frankreich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, meinte meine Chefin nur so, ça va, c'est pas grave, ça arrive. Sie meint auch immer so zu mir, und das ist auch so ein typisch französischer Satz, on sauve pas des vies ici, also wir retten hier keine Leben. Und sie meinte halt immer so, ja, wir sind ja keine Ärzte oder Krankenschwestern, insofern, hey, wir machen das mal alles ganz langsam und entspannt. Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu Deutschland, wo ich immer so das Gefühl habe, dass man schon ziemlich Druck hat, alles perfekt und möglichst gut zu machen. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man echt so ein bisschen zur Kreuze kriechen. Und hier ist alles ein bisschen entspannter. Hauptsache, die Sache funktioniert irgendwann dann später mal. So, dann den dritten Punkt würde ich nennen, Zeit ist hier kein Geld. Und damit meine ich Frankreich. Geht auch so ein bisschen in dieselbe Richtung wie der letzte Punkt. Also Franzosen lassen Dinge meistens so ein bisschen langsamer angehen. Und geraten dann eher so am Ende ein bisschen in Stress, weil sie Dinge häufig in letzter Minute machen. Während wir Deutschen, glaube ich, Dinge gerne antizipieren, damit dieser letzte Stress dann nicht auftritt. Und ich glaube, Franzosen, manchmal brauchen die vielleicht einfach Stress, um wirklich aktiv zu werden. Und auch zum Beispiel Deadlines, sind hier nur eine Empfehlung. Also in Deutschland, wenn du eine Deadline hast, das sollte man das Wort Dead auf jeden Fall ernst nehmen, denn das bist du, wenn du sie nicht einhältst. Aber hier in Frankreich, eine Deadline ist wirklich nur so, peilen wir das mal an. Und meistens wird das dann aber nicht eingehalten. Und es ist auch völlig selbstverständlich, dass es nicht eingehalten wird, weil es einfach nur eine Empfehlung ist. Und so ist das hier schon an der Uni. Also zum Beispiel in Deutschland an der Uni, wenn ein Professor dir sagt, hier an dem Tag musst du deine Arbeit abgeben, dann musst du die an dem Tag abgeben. Und wenn du sie nicht abgibst, dann musst du das vorher anfragen, ob er dir eine Verlängerung gibt. Und hier in Frankreich gibt man es halt einfach nicht ab und dann eventuell fragt man dann mal, ob man noch ein paar Tage Zeit bekommt oder so. Aber auf jeden Fall bist du da nicht automatisch durchgefallen häufig. Und am Arbeitsplatz ist es genauso. Also wenn wir irgendwie gemeinsam ein Projekt hatten mit den Kollegen, haben wir gesagt, ja, wir schauen mal, dass wir das bis dahin hinbekommen. Und im Endeffekt war es dann nie so und es wurde dann immer Wochen, Wochen später gemacht. Und in Deutschland ist das einfach ein bisschen verbindlicher. Ich muss zugeben, dass ich das eigentlich ganz nett finde in Frankreich, weil ich bin jemand, der, ich nehme Deadlines immer sehr, sehr ernst und mich hat das in Deutschland immer wahnsinnig gestresst, so dieses Gefühl, boah, wenn ich das nicht schaffe oder wenn ich dieses Formular nicht bis dahin da abgebe, dann hat das super krasse Konsequenzen und hier bin ich so, naja, wenn ich jetzt, dann halt später. Und das nimmt ziemlich viel Druck aus dem Leben. Insofern finde ich das eine sehr positive Seite der Franzosen. Man muss aber damit rechnen, dass dadurch auch Projekte bisschen länger dauern und manchmal ist es für mich dann anstrengend gewesen am Arbeitsplatz, wenn ich was schnell erledigen wollte, wenn ich ein Problem schnell lösen wollte, das war nicht möglich. Es hat immer lange gedauert und ja, man muss sich echt in Geduld üben in Frankreich. Was da auch noch reinspielt, ist natürlich zum Beispiel auch, dass Franzosen sich am Arbeitsplatz gerne Zeit lassen im Gegensatz zu Deutschen. Also ich habe immer das Gefühl, in Deutschland will man eigentlich möglichst schnell wieder nach Hause. Insofern kommt man möglichst früh zur Arbeit, macht eine möglichst kurze Mittagspause und geht dann früher. Und hier ist das nicht möglich. Also hier dauert die Mittagspause manchmal 2 Stunden. Bei mir war es irgendwie, ja, so 1,5 Stunden im Schnitt. Und man konnte auch nicht sagen, okay, ich mache heute nur eine halbe Stunde Mittagspause und gehe früher nach Hause. Das war nicht drin. Und zumindest hier in Paris, ich weiß nicht, wie es anderswo ist, macht man auch oft Überstunden einfach nur, weil man sie macht. Manchmal gibt es gar keinen Grund, aber es ist ziemlich üblich, dass man hier bis 19 Uhr im Büro sitzt oder sogar länger. Ich kenne Leute, die sitzen bis 21 Uhr im Büro. Die machen dann auch gar nicht wirklich was. Das ist einfach nur so ein, ich bin hier, ich habe keinen Stress und ich lasse mir Zeit mit meinen Projekten und ja. Also auf jeden Fall ein großer Mentalitätsunterschied. So, der nächste Punkt betrifft die Hierarchie und das ist vielleicht für euch ein überraschender Punkt, weil man ja immer denkt, dass die Deutschen so autoritär und hierarchisch sind, aber dann wart ihr noch nicht in Frankreich, wenn ihr das glaubt. Franzosen sind wirklich sehr, sehr, sehr hierarchieorientiert in ihrem Unternehmen und das kann auf Deutsche manchmal ein bisschen altmodisch wirken. Also hier ist es wirklich so,
wenn du so eine kleine Sachbearbeiterin bist, beispielsweise, dann hast du mindestens 3 Vorgesetzte. Und es gibt dann hier diese lustige Nummerierung. Man sagt dann, das ist mein N plus A, das ist die Person, die über dir ist. Und dann hast du zum Beispiel noch dein N plus 2, das ist die Person, die wieder darüber steht. Und die Waage ist bloß nicht direkt, die Person N plus 2 zu kontaktieren. Nein, 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 du musst erst die N plus A kontaktieren und dann die N plus 2. Allgemein darfst du eigentlich überhaupt nie jemanden direkt kontaktieren. Kontaktiere immer erst die Vorgesetzten. Ganz, ganz komisch. Also ich glaube in Deutschland, wenn ich weiß, die und die Person ist dafür zuständig, dann schreibe ich einfach eine E-Mail an diese Person. Während hier teilweise das dann irgendwie ganz komisch ist, sondern du musst erst die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten dieser Person fragen, ob das in Ordnung ist. Was natürlich dann auch wieder dazu führt, dass Prozesse sehr, sehr lange dauern. Allgemein die Hierarchie hier, also ich persönlich habe damit Probleme, weil ich allgemein nicht so ein Hierarchiedenken habe und ich finde es manchmal einfach so ein bisschen lächerlich. Ne? Aber das wird hier wirklich ernst genommen und man sollte auch wirklich da versuchen, respektvoll zu bleiben, was mir leider nicht immer gelungen ist, weil man sonst schnell aneckt. Franzosen verstehen dann nicht, dass das in Deutschland irgendwie anders ist und klar, ihr seid in Frankreich, ihr müsst euch anpassen. Insofern müsst ihr versuchen, diese Hierarchien zu akzeptieren, aber damit haben viele, viele Deutsche Probleme. Ich hatte damit auch Probleme. Es ist schwer, sich daran zu gewöhnen, weil ich glaube, Hierarchie und Autorität ist uns in unserer Gesellschaft in Deutschland so ein bisschen verpönt, einfach aufgrund unserer Geschichte, nicht wahr? Aber Frankreich hat diese Geschichte nicht gehabt. Gleichzeitig haben Franzosen ja aber so diese Streikkultur. Also ich habe immer so das Gefühl, man ordnet sich hier sehr lange unter und das baut natürlich Frustration auf und irgendwann denken sich Franzosen dann so, jetzt ist Revolution angesagt und jetzt legen wir die Arbeit nieder und jetzt haben wir keinen Bock mehr. Während wir in Deutschland halt so sind, hey, lass doch mal mit dem Chef reden. Ja, und dann finden wir vielleicht eine Lösung. Und hier ist das irgendwie gar nicht so wirklich möglich. Und deshalb ja, stauen sich dann Ängste und Aggressionen so ein bisschen auf, bis es dann explodiert. Ich habe in Frankreich auch am Arbeitsplatz viele, viele Dramen erlebt, die ich, glaube ich, in Deutschland so vielleicht nicht erlebt hätte. Also viele Streitereien, viele Tränen und so weiter, viel Geläster auch hinter dem Rücken. Einfach, weil man nicht so ehrlich sein kann mit seinen Vorgesetzten, wie man es in Deutschland, glaube ich, teilweise schon sein kann. Wie gesagt, das ist immer auch sehr unternehmensabhängig, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist man ein bisschen kollegialer auch mit seinen Vorgesetzten, als man es hier ist. Das heißt aber nicht, dass die Vorgesetzten nicht freundlich wären, weil sie ja gleichzeitig wissen, dass sie freundlich mit dir sein müssen, damit du deine Arbeit machst. Also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie total von oben herab sind. Also es ist wirklich ganz, ganz schwer zu erklären, wenn man das nicht erlebt hat. Aber du merkst dann eben, wenn du dann was willst und wenn du irgendwie dich mitteilen willst oder wenn du Eigeninitiative zeigen willst, dass es dann immer blockt. Also das ist so ein bisschen so eine freundliche Herrchen-Hund-Beziehung, würde ich fast schon sagen. Aber der Hund hat sich leider nicht so viel zu melden. Und das ist tatsächlich manchmal als Deutscher irgendwie schwer zu verkraften. Den nächsten Punkt würde ich taufen, wir gegen ich. Und damit meine ich, dass die Deutschen, glaube ich, ich sag mal, eher Teamwork geeignet sind als die Franzosen. Allgemein würde ich sagen, die Deutschen haben ein eher kollektives, gemeinschaftliches Denken und Franzosen sind sehr viel individualistischer. Das ist was Allgemeines auch hier in der Gesellschaft. Das wäre auch mal ein interessantes Video wert. Und das zeigt sich eben auch am Arbeitsplatz. Man kann schon mit Franzosen im Team arbeiten und sie versuchen das, aber das läuft ganz anders ab als bei uns. Also bei uns, man entwickelt gemeinsam die Idee und dann teilt man genau auf, wer wann, wo, wie, was macht. Und dann macht man das und spricht sich zwischendrin vielleicht auch noch ab und so. Und hier macht so ein bisschen jeder, was er will. Und wenn er keinen Bock hat, macht er nichts. Und man wird auch nicht wirklich informiert darüber, was die anderen schon gemacht haben. Und man kontrolliert sich auch nicht gegenseitig, habe ich das Gefühl. Und am Ende ja, wirft man dann einfach zusammen, was jeder erarbeitet hat und hofft, dass irgendwas bei rauskommt. Also so ist so ein bisschen mein Gefühl. Und das ist als Deutsche manchmal auch ein bisschen schwierig, weil man einfach so sich denkt, man seid doch nicht solche Kameradenschweine, lasst uns doch mal irgendwie zusammen irgendwas hier aufziehen, zusammen gemeinsam erarbeiten. Aber das ist mit Franzosen, finde ich persönlich, teilweise wirklich schwierig. Zieht sich auch durch alle Bereiche, also auch in der Schule hier, Gruppenarbeit ist hier nicht so ein Ding. Aber es gibt dann eine große Ausnahme und zwar, wenn Franzosen wütend sind, dann verbrüdern sie sich. Da ist wieder so ein bisschen dieses Revolutionsdenken. Also sobald Franzosen wirklich genervt sind, sind sie auf einmal Best Friends mit den anderen und vereinigen sich zusammen und kämpfen gegen ihren erkorenen Feind, auch am Arbeitsplatz. Das ist dann wiederum lustig. Also da hat man dann so eine Solidarität, die man bei Deutschen, glaube ich, wiederum nicht hat, weil Deutsche nicht so rebellionsfreudig sind und jetzt auch nicht so dann aufbegehren wollen gegen Autorität. Insofern, das hat halt immer zwei Seiten.
So, und der letzte Punkt, den ich ansprechen würde, den würde ich taufen Konzept versus Plan. Und das ist auch einfach ein Denkunterschied. Also wenn man in Deutschland sagt, lasst uns gemeinsam ein Konzept erarbeiten und man macht dann einen Termin aus, dann kommen die Deutschen und haben schon ihr Papier vorbereitet, wo sie sich so einen kleinen Plan zurechtgelegt haben. Das ist für Deutsche ein Konzept. Für Franzosen ist ein Konzept ein Brainstorming. Also wenn man zu Franzosen sagt, lasst uns ein Konzept erarbeiten, dann trifft man sich und niemand hat was vorbereitet und dann redet man gemeinsam und erarbeitet etwas. Das ist halt einfach nur auch ein anderes Verständnis von dem Wort. Für Deutsche ist ein Konzept ein Plan und für Franzosen ist ein Konzept ein Brainstorming. Und das ist ja auch gar nicht falsch oder so, das ist einfach nur ein Missverständnis. Aber es kann dann passieren, wenn man als Deutsche gesagt bekommt, hier, wir machen dann ein Konzept, dann taucht man da auch mit seinem Plan und die Franzosen denken sich, was ist das denn für eine, will die das ganze Projekt an sich reißen, während die Deutsche das gar nicht so gemeint hat. Und umgekehrt, der Franzose, der in Deutschland arbeitet, wird dann komisch angeschaut, weil er sich halt aus Sicht der Deutschen keine Mühe gemacht hat, während er halt einfach nur dachte, dass man das dann zusammen erarbeitet. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Unterschied. Allgemein würde ich sagen, Franzosen sind eher kreativ in ihrem Entwicklungsprozess und werfen verschiedene Ideen ein und gucken dann so, dass man irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und die Deutschen sind eher so, jeder plant schon mal was und dann guckt man, wer hat so den besten Plan und dem folgt man dann. Genau, ist einfach nur ein Mentalitätsunterschied, der aber auf jeden Fall wichtig ist, den sollte man nicht vergessen. So, das war alles, was ich zu den Mentalitätsunterschieden am Arbeitsplatz zu sagen habe. Ich würde mich super freuen, wenn ihr auch noch von euren Erfahrungen berichtet oder wenn ihr allgemein irgendwas ergänzen wollt. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen in den Kommentaren. Allgemein, ich freue mich immer über eure Kommentare. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und einen Daumen nach oben. Und dann sage ich euch Tschüss, au revoir, à la prochaine.